Doch, ja, warte mal jetzt. Ich sehe keinen Ball. Herr Braun. Jo, hallo. Ich sehe, Sie sind noch munter. Ja, wieder. Was ist los gewesen? Ja, ein bisschen Gartenarbeit, Rücken zwickt, Hüfte zwickt, Knie zwickt, ach Muskelkater. Ja, ja. Wenn sonst nichts ist, geht's ja, ne? Ich bin zufrieden, wenn's nur das ist. Ja, ich hoffe, dass es dabei bleibt. Obwohl, das muss man nicht unbedingt haben. Nee, das stimmt. Ich hoffe es auch. Aber Sie wirken auf jeden Fall fröhlich, gesund und munter. Und es gibt ja gerade andere Krankheiten, die schwerer aufs Gemüt schlagen. Oh ja, und, der Himmel möge mich und meine Frau davor bewahren, dass wir uns da irgendwie das noch ins Haus holen. Das wäre nicht gut. Aber ich habe ja beim ersten Mal haben Sie ja schon gesagt, Sie passen gut auf sich auf. Ja. Und ich hoffe, Sie behalten das bei. Wir hatten ja mal gesprochen, Sie haben ja unglaublich viel Industriejobs gemacht und auch parallel verschiedene Marken gearbeitet und so. Und wir hatten ja mal gesagt, wir arbeiten das vielleicht so ein bisschen durch. Und Sie hatten von Dunlop gesprochen, von Ihrer Zeit bei Dunlop. Ja. Kleinen, muggeligen Reifenhersteller. In Hanau. In Hanau, genau. Und Sie waren da von 1965 an. Richtig. Man hat mich da dienstverpflichtet, der Gerhard Weber, der damalige Prokurist, der Dvorak, so hieß er, die kamen und haben gesagt, wir könnten da einen Pressemann gebrauchen, der uns ein bisschen begleitet bei der Rallye Monte Carlo und dann späterhin auch bei der Rennsportmeisterschaft. Das ist ja eine sehr lange Verbindung geworden, die bis weit in die 80er hineingegangen ist. Und mein erster Einsatz für Dunlop, den möchte ich nicht verhehlen, dazu haben wir auch gleich ein wunderbares Foto, war mit einem Ford Taunus 12M, okay. Mit dem ich nach Monaco geschickt wurde und den Kameramann Alfred Nöll zu chauffieren hatte vom WDR-Fernsehen. Der hat für die ganze ARD, für die Tagesschau gedreht bei der Rallye Monte Carlo, jede Abendsendung mit einem Kurzbericht. Und der hat sich dann bei mir eingenistet in diesem Ford 12M, wo Sie auch das Rallye-Schild sehen. Ja. Nämlich hier. Bei der Übergabe. Ah, ja, der junge Braun. Rallye-Schild und allem drum und dran. Das war 1966. Und haben wir da Monaco aufgearbeitet. Das endete damit, dass der Kollege Nöll gesagt hat, wir müssen jetzt ein paar richtig schöne Bilder haben. Jetzt schnalle ich mich hier auf der Haube fest und du fährst jetzt, was das Zeug hält. Dann sind wir auf einer Verbindungsetappe hinter dem Timo Mäkinen hergefahren. Und der Kerl ist da ganz gemütlich geeiert von links nach rechts. Und ich hatte Mühe, mit Vollgas danach zu kommen. Da ist der aber spazieren gefahren. Gell? Also es waren wunderschöne Dinge, die wir da erlebt haben bei der Rallye Monte Carlo. Auch zum Beispiel am Kai habe ich dann den ZDF-Mann getroffen von der Konkurrenz. Das ist der Dieter Dammler. Sieht man hier mit mir im Gespräch. Können Sie es ein bisschen nach vorne kippen? Weil jetzt ist perfekt. Also, ja, und noch ein bisschen nach rechts halten oder nach links von Ihnen aus. So, jetzt ist perfekt. Hier haben wir den Braun, da haben wir den Dieter Dammler. Der Mann mit dem umgeschlagenen Pullover und den grauen Haaren, das ist ein Genie gewesen, was Stücke machen angeht beim ZDF. Und der war auch bei der Rallye Monte Carlo und die beiden Kollegen ARD und ZDF haben sich auch wunderbar vertragen. Hauptsache ist, der Endverbraucher hat was zu sehen gekriegt. Und wir haben ein bisschen mitgeholfen und ich war der Chauffeur und habe die also alle durch die Gegend gefahren. Und es war ein wunderbares Erlebnis. Die nächste Station, die auch nicht von schlechten Eltern war, mit Dunlop, war eine Händlerversammlung, wo eine Agentur die ausrichtende Institution war. Und dann hat man gesagt, Sie, Herr Braun, Sie müssen also mit einigen Rennfahrern und einigen Vorstandsmitgliedern hier Interviews führen vor diesen 400 Händlern, die da alle nun aufgereiht saßen in einem großen Hotel. Und hier sind die Fragen und die Antworten, die wissen die Gesprächspartner auch. Das ist natürlich das, was ich gerade brauchen kann. Sowas. Da ich ja mein ganzes Leben live geredet habe und frei geredet habe, war das die Höchststrafe, die mich ereilt hat. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich auch bis heute nie auf eine Lesereise gegangen bin. So viele Leute haben gesagt, warum gehst du nicht auf Lesereise und liest deine Geschichten vor? Ich sage, ich kann nicht vorlesen. Ich kann nicht lesen. Ich kann schon lesen, aber ich kann nicht vorlesen. Ich verhaspel mich. Ich vertausche die Zeilen, ich bleibe irgendwo hängen, die Betonung ist nicht gut. Ich muss frei reden können, alles andere ist für mich eine Strafe. Jetzt stellen Sie sich das vor, ich stehe auf dieser Bühne und habe diese Kärtchen in der Hand mit diesen Fragen und darunter stehen auch schon die Antworten, die geben, die auch wiederum. Nach der zweiten Frage habe ich dann gemacht, was ich wollte und die Agenturleute haben sich die Haare gerauft und den Dunlop-Leuten hat es gefallen. Am Ende hat jeder gesagt, war wunderbar, war authentisch, glaubhaft. Wir haben gelacht, es war alles gut. Da gab es aber vorher gar nichts zu lachen. Aber ich habe es dann dazu gebracht, dass es so funktioniert hat.
Und die Steigerung war dann eine Nummer im Tonstudio in Kronberg, im Taunus. Da musste ich insgesamt 5-mal hin, um mit den Herrn Rennfahrern Maas, Stuck, wer war noch dabei, Stommelen und halt noch ein halbes Dutzend, einschließlich Dunlop Rendins Chef Weber, die sollten zum Reifen verhört werden. Wie verhält sich der Rennreifen, was haben sie für einen Eindruck und überhaupt? Und um das authentisch zu machen, hat man also den Jochen Maas auf dem Schiff in Monaco besucht, den Hans Stuck in Greinau und den Rolf Stommelen in Kölle. Und dann hat man die entsprechenden Geräusche eingespielt. Ja, zum Beispiel Jochen Maas Schiff, die Möwen, ja, und das Wasser schlug an die Planken. Das war irgend so eine Tonaufnahme im Hintergrund und der Jochen saß mir gegenüber. Wir haben uns gleich tot gelacht. Ja, und ich sollte dann sagen, also jetzt sind wir auf der Suche nach Jochen Maas in Monaco, im Hafen auf seinem Schiffchen. Ah, da ist er ja, guten Morgen Jochen. Und das war so schrecklich alles, weil es einfach gespielt war. Und dann sollten wir auch wieder vorgefertigte Fragen, vorgefertigte Antworten. Ja, das ging ja überhaupt nicht gut. Und nach dem dritten Mal, dann ertönte durch einen Lautsprecher im Studio nur noch aus, 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 alles neu, geht nicht. Also am Ende waren wir bei Braun Dunlop die 5., die 6., die 7., die 8. Es hat nichts funktioniert, weil wir immer gemacht haben, was wir wollten und nicht das, was auf dem Zettel stand. Aber am Ende hat der Gerhard Weber gesagt, so, Schluss jetzt, wir machen jetzt so, wie der Braun das macht und das passt und wir sind damit zufrieden. Und da war die Agentur ausgebremst. Und dann haben wir richtig Gas gegeben. Und das waren die besten Beiträge, die bei den Händlern am besten angekommen sind. Ja, das so ist das mit dem Ablesen und mit den vorgefertigten Sachen, mit der Sterilität und mit der freien Rede. Und ich war immer ein Freund der freien Rede und werde es immer bleiben. Wobei ich denke, dass die heutigen Formel-1-Fahrer, die kriegen das ganz gut hin mit den abgelesenen Antworten. Ja, wir sind leider heute schon wieder in einem Fahrwasser, wo es mit der freien Rede auch nicht mehr so ganz so lustig ist und ein bisschen hapert. Aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte dann noch sagen, dass mit Dunlop man natürlich auch in die Rennsportmeisterschaft gegangen ist und dass wir da ein Tippspiel kreiert haben. Das ist eine Erfindung von mir gewesen. Ich habe gesagt, wir sollten die Journalisten ein bisschen unterhalten und denen ein Tippspiel vorsetzen. Division 1, Division 2, Position 1, 2, 3, Pole Position, schnellste Runde. Und dann vergeben wir Punkte. Die Auswertung hat meine Frau gemacht. Ich habe das Ganze beaufsichtigt, so als Oberjury. Da sind ja Sachen passiert, das könnt ihr euch ja nicht vorstellen. Da haben ja welche Tippscheine abgegeben unter verschiedenen Namen. Ein und derselbe Mann oder ein und dieselbe Frau unter verschiedensten Namen haben die Tippscheine abgegeben, nur damit sie dann irgendwann gewinnen. Aber es war so schwer, die drei Erstplatzierten vorauszusagen. So schwer, wie es heute auch in der DTM vielleicht ist. Oder auch nicht, je nachdem. Aber damals war es wirklich von der Konkurrenzlage sehr viel problematischer. Ford, BMW und was es alles gab. Und dann hat man in den Divisionen dann eben die ersten drei gemacht. Und am Ende haben wir das am Saisonende alles zusammengezählt und haben gesagt, also hier zum Beispiel der Peter Wiss von Motorsport aktuell Sieger. So, und dann sind alle eingeladen worden, die mitgespielt haben, zu einem großen Weinfest. Da wurde dann Siegerehrung gemacht und Wein getrunken und am nächsten Tag waren die Köpfe alle dick und dann sind sie alle wieder nach Hause gegangen, waren zufrieden. Also Dunlop hat immer irgendwas in der Pfanne gehabt für die Journalisten. Das allerdings ist dann mit der Zeit, und ich muss jetzt unbedingt noch zeigen, den Gerhard Weber, meinen Auftraggeber, das ist ja. Er hier. Er ist 86 Jahre alt geworden und ist vor 3 Wochen gestorben. Ach, herrje. Wir waren alle sehr, sehr traurig, weil mit diesem Mann habe ich so viel miterlebt. Und dieser Mann hat so viel getan für den Nachwuchs, der hat so vielen jungen Leuten geholfen, ob das Hans-Georg Bürger war, ob das Markus Höttinger war in der Rennsportmeisterschaft, ob das Stefan Belloff war, dem hat er die Reifen umsonst gegeben, als er am Anfang kein Geld hatte und hat bei Porsche für gesprochen, dass er da ins Werksteam hineinkommt, Ende 82 und all diese Dinge. Dieser Mann, der war Dunlop und der hat sein Leben gelebt für Dunlop. Und wir waren alle sehr, sehr traurig, als er uns verlassen hat. Aber er ist 86 geworden, tolles Leben gehabt. Und mit dem habe ich eben diese ganze wunderbare Zeit bei Dunlop erlebt. Und ich möchte das nicht missen. Und ich glaube, er würde sich im Grabe umdrehen, wenn er sieht, dass Sie vom Kontinentalschild fotografiert haben. Ich habe das nicht fotografiert. Das Bild stammt von Jutta Fausel. So, dann habe ich noch eine sehr schöne Aufnahme hier mit Gerhard Weber. Auf diesem Bild ist unter anderem der Udo Schütz zu sehen. Das ist der Mann im Rennoverall. Der fuhr damals einen Carrera 6 und einen Porsche 904 GTS. Der Renndienstleiter mit freiem Oberkörper, auch sehr nett, Herr Weber. Und es gibt einen weiteren Weber auf diesem Bild. Das ist nämlich der Michel Weber aus Offenbach. Das ist der Herr mit der Sonnenbrille, der auch noch ordentlich gekleidet da steht. Das ist ein absoluter Champion am Berg gewesen mit einem Carrera.
erst und dann mit einem 9-4 GTS und der hat es richtig krachen lassen. Michel Weber aus Offenbach. Zwei Webers, ein Schütz, das waren die Männer der 60er Jahre. Und ich freue mich, dass Sie mit dem Bild auch mal was für die Frauen dabei haben. Ja, der freie Oberkörper. Gell? Ja, fantastisch. Das habe ich mir gedacht, ja. Ja, also Dunlop, wie gesagt, eine wunderbare Zeit. Tolle Veranstaltungen gehabt, nette Partner, liebenswürdige Leute und mit Gerhard Weber eine Freundschaft fürs Leben ab 64 bis zum Ende. Wir haben bis zum Schluss telefoniert. Ich habe noch eine Woche vor seinem Tod mit ihm gesprochen. Wir haben jeden Samstag haben wir ein Telefonat gehabt. Jeden Samstag, wie mit meinem alten Freund H.P. Seufert. Jetzt leider jetzt auch nicht mehr gibt. Es ist so, dass man jetzt auch leider feststellen muss, dass all die Weggefährten der Reihe nach links und rechts wegsterben. Und das ist jedes Mal wie ein Stich ins Herz. Ist so. Aber sie bleiben alle durch ihre leidenschaftlichen und lebhaften Erzählungen am Leben für uns. Ja, ich hoffe, dass ich noch ein bisschen am Leben bleibe und das erzählen kann. Jetzt. Naja, bitte. Sie wissen ja, wie es ist. Ne? Alterssegment ist erreicht, jetzt dann eng langsam. Ne? Jetzt geht es auf die letzten 20 Jahre zu. I hope so. Ja. We too. Okay, das wäre es dann mal für heute. Oder wollen Sie noch mehr haben? Nein, das wäre es für heute. Yes, bleiben Sie gesund. Danke. Ich gucke nach neuem Thema. Ja, wir gucken weiter. Ich freue mich. Grüßen Sie Ihre Frau. Aber wir machen das nur so lange, wie die Leute das hören wollen. Gell? Wenn die mir dann mal irgendwann sagen, es kommt mal links von den Ohren raus, dann lassen wir das. Gell? Ja, dann hören wir auf. Ja, ich will ja jetzt nur ein bisschen Spaß und ein bisschen Freude vermitteln, während der Zeit, wo die alle zu Hause sitzen und nichts zu tun haben. Ne? Nein, genau. Also sobald die Leute rausgehen, sind wir durch.